Was geht, Leute? Mein Name ist Anna Fox und willkommen zur dritten Folge von Temple of Aluxus. Wahrscheinlich die letzte Folge, denn heute werden wir es fertig machen. Es sind nicht mehr viele Rätsel zu lösen, nicht mehr viele Räume zu besuchen und der Schatz liegt zwar quasi in unseren Händen. Nach dem Intro geht's los. Zurück. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Ich befürchtete, dass irgendwas passieren wird. Ich habe so ein Gefühl, ich werde richtig oft sterben. Wir probieren es einfach mal. Also, wir gehen rein. Es passiert erstmal noch nichts. Gott sei Dank. Kann man die Schädel nehmen? Nee, Schädel kann man nicht nehmen. Was sagt uns? Aha. On. Okay, was passiert? Ich nehme dieses Ding und hau ab. Ja. Oder er bleibt einfach draußen. Ich gehe jetzt da nicht rein. Vielleicht geht's ja dann auch wieder zurück. Aber sterben kann man doch gar nicht hier eigentlich. Die Lava hat uns letztes Mal nichts ausgemacht. Höhen haben uns nichts ausgemacht. Nicht mal Feuer. Also glaube ich eigentlich. Was soll denn da groß passieren? Ich glaube, es passiert eigentlich. Es kann nichts passieren. Weil dieses Podest ist doch dazwischen. Und weiter als dieser Abstand geht nicht. Wette ich einfach drüber und gehe raus. Außerdem wird es immer langsamer. Ich glaube, das ist nur eine Farce. Das ist nur ein Trick. Oh je. Wieder sowas. Ne, passiert auch nichts. Also wir müssen jetzt erstmal... Okay, wir haben ja hier irgendwo On. Also ich klicke jetzt einfach mal überall, wo On draufsteht. Es wird schon seine Richtigkeit haben. Ich glaube, es müssen alle betätigt werden. Ja, vor allem, das sieht man so. Es kann nicht weitergehen. Warum habe ich so Angst gehabt? Angst haben zu sterben ist ja vollkommen normal, aber Logik sollte man trotzdem beibehalten. Okay. Oh Mann, ich sehe jetzt schon, das wird mich irre machen. Urzustand. So, okay. Das hat uns nicht getötet. Wir können es berühren. Es passiert nicht so. Wir können sogar... Oh je, man kann durchglitschen. Ja, das haben wir ja in der ersten Folge schon ausgefunden. Ja, das wird uns nicht töten. Was uns aber vielleicht töten wird, ist dieses Rätsel. Auf den ersten Blick komme ich jetzt nicht drauf, außer dass ich Pfeile habe. Wenn ich eins betätige, betätigt das das oben drüber. Und wir können revealen. On. Wenn ich das betätige, wir gehen einfach mal von unten nach oben. Also ich versuche wieder logisch der Sache auf den Ursprung zu gehen. Ja, vielleicht muss das ja betätigt sein. Nochmal, Moment, nochmal von vorne. Ich klicke nur das an, wo On drauf steht. Das. Das.
Da, wo on drauf steht, da klicke ich drauf. Ohne groß zu überlegen und von unten nach oben. So. Hat mir auch nichts gebracht. Okay, gucken wir mal weiter. Haben wir hier irgendwie... Meine erste Vermutung letztes Mal war, dass das irgendwas mit dieser Wand zu tun hatte. Aber dem war nicht so. Oh Mann, das geht mir jetzt schon auf den Senkel. Und mit draußen was? Nein, draußen ist es wieder ein ganz anderer Bezirk. Das hat nichts mehr mit dem zu tun. Nein, nein, da können wir wieder durchglitschen. Das bringt uns aber nichts. On. An. Was sollen wir denn anmachen? Frage ich mich. On. On, 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 on. On. Jetzt mal logisch denken. Es muss ja irgendwie möglich sein. Ich habe jetzt überlegt, nochmal alles ganz genau angeschaut. Es hat lang gedauert. Aber es kann nur eine Möglichkeit geben. Und das ist dieses On. Wenn das jetzt funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Also, ich betätige jetzt nur das, wo On draufsteht. Nichts anderes. Da, wo nicht On draufsteht, betätige ich ebenfalls, dass es ebenfalls nicht On ist. Das muss klappen. Sonst macht dieser Hinweis doch null Sinn. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich jetzt dafür gebraucht habe. Fast wäre ich so geendet wie du. Fast. Gott sei Dank nicht. Mackend. Okay, nächste Region. Drei Räume. Übrigens, das ist jetzt Raum 11. 13 gibt es. Das heißt, diesmal beenden wir diesen Kack hier. Ganz gefährlich hier. Aber warum sollte ich hier rein? Muss ich die entzünden? Oh, da oben ist ein Code. Der French Code. French Toast wäre geil. Aha. Okay. Ach, hat Stein. Schalosch. Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll. Mhm. Es ist das, dann ist das da. Ja, aber kann ich's auswechseln? Nein. Hat das eine Verbindung? Ja. Es hat eine Verbindung, das ist dann... Das untere? Okay. So ganz schiebe ich es noch nicht. Doch, ich komme drauf. Hier können wir nicht hoch. Okay, können wir hochjumpen? Ja, können wir. Aber auch das hat jetzt noch keine... Doch, hier. Aha. Oh je, was soll uns das sagen? Muss das gleich sein mit dem? Oder nicht? Muss ich den Code eingeben? Gucken wir uns noch den Raum an. Haben wir hier? Da sind, glaube ich, keine Symbole zu erkennen. Aber hier stehe ich überhaupt richtig. Okay, wir versuchen jetzt mal was.
Nee, oder? Boah, jetzt müssen wir herausfinden, welches von den Symbolen das richtige ist, um dann quasi den Code hier... Ja, woher soll ich denn das wissen? Ja klar, Rätselspiel. Darum geht es ja. Okay. Haben wir irgendwelche Hinweise? Komm schon. Hinweis? Ah, okay, okay. Da haben wir es. Also 3, 6, 8. 8 Punkte ergibt O. 8 Punkte ergibt O. Schon haben wir es. Ist nicht drauf. Dann kann es nur das sein. 8 Punkte ergibt O. So. Dann haben wir den Code schon. Vase. Das Pferd ist ein Dämon mit krasser Frisur. Dämon krasser Frisur. Das hier ist ein Tapir. Wir haben den Trichter. Trichter ist eine andere Vase. Ne? Die Vase, dann haben wir den Maulwurf und zu guter Letzt haben wir das O. War richtig, ja? Aha, okay, es sind drei Rätseln. Okay. Easy. So, meine nächste Befürchtung ist, um jetzt zu Teil 2 zu kommen. Wir nehmen uns dieses Teil. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's im Gefühl. Wir zünden es an. So. Ich hab mir gedacht, da muss ein Ton erklingen. So, wir haben ja hier die Symbole. Ich schätze mal, dass wir die richtige Reihenfolge anzünden müssen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Suchen wir mal kurz den Bogen. Weil vorher war es ja auch mit der Reihenfolge. Da, der Bogen. Nein, man muss länger draufbleiben. Bis wahrscheinlich der Ton erklingt. Das Pferd. Pferd, Pferd, Pferd. Eins davon hat kein Symbol. Das heißt, wenn wir jetzt das Pferd nicht finden, dann kann das nur das hier sein. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Dann die Wanne. Schon wieder vergessen, was das ist. Ja, das war die Wanne. Das S. Ist immer gut, ein paar Eselsbrücken sich einfallen zu lassen. Das war immer so meine Taktik, wenn ich Sachen mir merken musste. Also Symbole. Und zu guter Letzt das O. Jawohl, ja. Easy going. Und zu guter Letzt, das brauchen wir jetzt nicht mehr, bloß nichts abfackeln hier. Und wenn schon, ist mir auch egal. Es steht ja eh alles hier aus Steinen. So, wenn wir jetzt hier nochmal... Warum? Heißt es austauschen? Ja, ich glaube, das bedeutet, dass das das Erste ist. Also machen wir hier den Bogen. Dann brauchen wir das Pferd. Das Pferd ist hier. 2, 3. Zwei, drei. Die Wanne. S. S, S,
Komm schon, S. S und zu guter Letzt das O. Ich bin der Meister. Verbeugt euch vor mir. Da gehen wir jetzt durch. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Boah, Claire, du hast mich erschreckt. Okay. Auf los geht's los. Ready, set, go. Easy, passiert nix. Ha! Ein Zahlencode, okay. Okay, okay, okay. Koordinaten. 4-0, okay. 4-0. Wir gehen von oben nach unten. Ja, easy. Okay. Vier Null ist das da. Das ist 3, 3, 4. 3, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. Er hat bestimmt einen Denkfehler drin, aber wir probieren es jetzt einfach mal. 0 und 3. 0 und 3. 10 geblieben im Kopf. Das verwirrt mich mit den Koordinaten eigentlich. Eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Also wir haben 4, 4, 0, 4, 0, 3, 4, 3, 4. Das ist die vierte und 4 oben. 3, 4, 3, 4. Boah, verwirrt mich das. Die erste Zahl ist die Spalte. Und die zweite die Reihe. Also 3, 4. 0, 1, 2, 3, 3, 4. 0, 3, 0, 3, 0, 0, 3. Olaf, ist eine 3, 3, 3. Die Spalte 3, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 2 und 0. 0, 1. So, jetzt sollte sich eigentlich was tun. Vielleicht fehlt uns noch eine. Eine Koordinate. Können wir was ausprobieren. Wenn irgendwo uns hier eins noch fehlt. Ist es vielleicht hier in dem ganzen Raum versteckt? Eine einzige Koordinate. Würde ich jetzt denken. Deswegen machen wir jetzt einfach mal random. Mit ein bisschen Verzögerung, dass es auch triggert. 3 hours later. Vielleicht sind es auch noch zwei Koordinaten. Nein, das bezweifle ich. Und der letzte. Das kann's doch nicht sein. Irgendwo ist hier eins versteckt. Das ist die einzige Möglichkeit. 3 weeks later. Irgendwo ist ein Fehler. Ich bin jetzt echt durchgehend hin und her, hab alles abgescannt. Jede Ecke, jede Reihe, jede Spalte, jedes Loch, jede Höhle. Na okay, nicht jede Höhle. Aber auf jeden Fall diesen Gang. Es fehlt keine Koordinate. Das sind die finalen 6 Koordinaten. Und irgendwo ist ein Fehler drin. Irgendwo ist ein Fehler drin. Wir müssen nochmal. Wir müssen jetzt leider nochmal die Koordinaten durchgehen. 4-0. 2000 years later. Nee, das ist 2. 2-1. 2-1? Hä? Was? 2-1? 2-1? 2-1? Stop it. Get some help. Das ist nicht 2-1? Das ist das letzte. Aber das ist nicht 2-1. Oh, Leute. Zweimal.
zweimal durchgegangen und zweimal den gleichen Fehler gemacht. 2-1. Leute, 2-1. 2-1. Das heißt, 1, 2. Letzter Raum. Vor dem Ende gibt es nur einen Knopf. Und da pushe ich jetzt rauf. Und es geht hoch. Ich kann mich nicht bewegen. Oh oh. Es geht immer schneller. Oh, bin ich jetzt gleich Matsch? Nee, man stirbt ja nicht in dem Spiel. Keine Panik. Kann ja nichts passieren. Oh, es hört auf. Eine höhere Ebene. Wow! Sieht es toll aus. 33. Minute. Und wir haben immer noch Rätsel vor uns. Oh, 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 oh. Das sind die letzten Rätsel. Ob ich das jetzt so schnell noch schaffe? Wir schauen einfach mal. Das sieht easy aus. Das sieht easy aus. Dann wird das halt eine längere Folge. Aber dieses Mal beenden wir den Spaß. Haben wir hier irgendwo ein Bild? Wir brauchen hier irgendwo ein Bild. Weil das... Ja gut, wir versuchen jetzt einfach mal, können wir es... Ja, wir können es drehen. Es kann ja nur einen gemeinsamen Nenner haben. Okay, ich hab's schon. Wieder alle Linien miteinander verbinden. Das geht ja schnell. Ah, okay, es ist ein bekanntes Symbol, das wir schon mal gesehen haben. Und zwar, ich glaube, das ist die Vase. Das beschleunigen wir. Easy. Der Maulwurf. Wer hätte es gedacht? Oh, dann gehen wir darüber. Haben wir hier irgendwelche Hinweise? Only one on each column. Only one on each row. Only one on each column, only one on each row. Nur eins pro Spalte. Eine Reihe. Nur eine pro Reihe. Nur eine. Sudoku. Okay. Die können wir nämlich nicht nur dir. Okay. Das beschleunigen wir auch, weil das könnte jetzt ein bisschen gefrickelt sein, bis ich das hinbekommen habe. Bis gleich. Alter. Ich hab nicht gedacht, dass ich das schaffe. Oder dass ich durchdrehe. Viel zu lang gebraucht, aber wir machen das ja in Zeitraffer. Okay. Bald haben wir es geschafft. Oh, ich will hier raus. Die Brücke ist uns geebnet worden. Und der letzte Schatz liegt quasi in unseren Händen. Und den nehmen wir uns jetzt. Easy. Das letzte Teil. Wow. Was ist jetzt los? Teleportation. Thank you for playing Temple of Aluxis. I hope you enjoyed. Ich hab's enjoyed, aber da war doch noch eine Tür. Deine Tür ist doch... Deine Tür ist doch noch... noch zu. Kann nicht sein. Vielleicht ist sie jetzt offen. Wir haben alle Level geschafft. Theoretisch müsste jetzt das Tor offen sein. Endlich mal. Endlich mal alle Level geschafft. Bin mal gespannt. Also wenn die Tür nicht offen ist, weiß ich auch nicht. Gibt's ein fettes Minus und... Die Tür ist zu.
vermaledeite Tür ist zu. Wir können durchschauen. Etwas, das uns verborgen blieb, müssen wir wahrscheinlich so akzeptieren. Vielleicht werde ich es herausfinden. Irgendwann, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir alle 13 Level geschafft. Das war unser Ziel. Man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Was man bekommen hat. Dementsprechend. Lasst uns dieses Projekt beenden. Abzuatmen. Wir haben es geschafft. Alle 13 Level geschafft. Mit Mühe und Not, würde ich sagen. Ich wünschte, ich hätte es besser bestanden, aber Hauptsache, wir haben bestanden. Eine Teilnahmeurkunde haben wir uns verdient. Nicht die Goldmedaille, aber vielleicht Silber. Einen Schatz haben wir leider nicht gefunden, aber darum geht's doch auch gar nicht. Never give up war die eine Botschaft, die haben wir gemeistert. Wir sind durchgegangen, wir haben es geschafft. Danke den Entwicklern von Temple of Aluxus. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht wieder mit einem Rätsel oder mal was anderes. Wie ihr wisst, es gibt immer etwas zu entdecken in der virtuellen Realität. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Null Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.